angerührt hat mich, dass wir letztes Wochenende zusammen beim Taufpilgern unterwegs waren und drei Menschen den Schritt gewagt haben, sich als Erwachsene taufen zu lassen. Es ist großartig, wenn man erlebt, wie Heiligkeit und Heil, wie Heiliger Geist erlebbar wird. Ja, und geschüttelt hat mich jetzt, als ich die Bilder gesehen habe von diesen Überflutungen, die Nachrichten von den ertrunkenen Menschen. Das ruft Bilder auf, die wir ja immer wieder schon auch erlebt haben an der Elbe, an der Mulde. Und diese Rede vom Jahrhundert Hochwasser glaubt man nicht mehr. Es sind einfach massive Klimaveränderungen. Und ich hoffe, dass viele Menschen jetzt auch solidarisch sind und unterstützen und helfen. Zum Schluss, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.